Hallo, ich begrüße Sie hier zum zweiten von vier Videos zum Projekt, wie man mit Excel automatisch Verknüpfungen herstellt, zum Beispiel zur Liste der unregelmäßigen Verben, die ich hier von einer österreichischen Germanistin übernommen habe, mit ihrer freundlichen Zustimmung. Ich will das zeigen, wie es manuell gemacht wird. Ich habe hier beispielsweise die Grundform, nehmen wir Backen, und die möchte ich jetzt mal im Kontext sehen. Das heißt, ich möchte sehen, wo kommt die jetzt im Satz vor. Und da gibt es eine Suchmaschine, die auch ein Wörterbuch ist. Lingui heißt sie. Und da trage ich einfach mal Backen ein. Und dann sehe ich, hier taucht Backen auf als Substantiv, aber auch als Verb. Einige Beispiele, wenn es da was in Wikipedia gibt, das gibt es hier auch, dann kann ich mir das anschauen, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Und hier unten habe ich dann noch externe Quellen, wo das Wort Backen im Satz vorkommt, als Substantiv, aber auch als Verb, hier zum Beispiel. Und das Ganze wird dann auch gleich ins Englische übersetzt, weil Lingui ist ja eigentlich ein Wörterbuch mit Suchmaschine und hier will ich aber mich auf die deutschen Begriffe konzentrieren. Was ich hier brauche, das ist das, was hier oben in der Adressleiste steht. Das kopiere ich mir. Sie sehen, dadurch, dass ich Backen eingegeben habe, ist die Adressleiste am Ende nach dem Gleichheitszeichen um das Wort Backen ergänzt worden. Ich kopiere mir das, Steuerung C oder rechte Maustaste, mache ich vielleicht mit der rechten Maustaste, kopiere mir das und dann gehe ich nach Excel. Und da setze ich es mal hier oben ein, in die Zelle D1. Da sehen Sie, da steht das jetzt. Ist auch automatisch verlinkt, macht Excel so, weil das so eingestellt ist in den Grundeinstellungen. Da steht am Ende Backen. Da will ich natürlich nicht zum Wort Backen in jedem Fall gehen, sondern zu den Begriffen, die hier stehen. Und das ist auch Bitten oder Beißen oder Biegen. Sie sehen, die stehen ja hier. Damit ich das richtig machen kann mit der Hyperlink-Funktion und das, was hier oben steht, mit dem verknüpfen kann, muss ich erstmal das rausnehmen, das Wort Backen. Ich gehe dahin, Cursor, betätige entweder die F2-Taste oder gehe hier oben gleich in die Bearbeitungsleiste und lösche das Wort Backen daraus. Weil statt dem Wort Backen will ich ja die Begriffe einsetzen, die links stehen. Und da sehen wir, das sind ja 125, also nach der Überschrift kommen noch 125 Begriffe, die in den drei Formen da stehen, Grundform, Vergangenheit und Perfekt. Das heißt, ich muss hier 375 Verlinkungen machen, aber dafür brauche ich nur eine einzige Formel und die schreibe ich jetzt hier hin. In der Zelle D2 beginne ich mit dem Gleichheitszeichen und schreibe HY und schon schlägt er mir der Rechner hier Hyperlink vor, da steht Hyperlink, klicke ich darauf und jetzt benötige ich natürlich, wo ich anfangen will, bei Lingui. Da nehme ich hier die Zelle D1, da weiß der fortgeschrittene Excel-Benutzer, dass ich mit der Funktionstaste F4 diese Adresse festmache, wenn ich die dann kopiere, dass immer aus der Zelle D1 der Anfang des Hyperlinks kommt. Dann verknüpfe ich das mit der Zelle. Da gibt es dieses Symbol, was über der 6 ist auf der deutschen Tastatur, dieses Und-Zeichen, also was da auch beim kaufmännischen Schreibweisen eingesetzt wird. Und dann zeige ich auf die Zelle, die ich haben will, und das ist das Wort Backen. Und dann mache ich ein Semikolon, weil wir sehen hier in der Erklärung, da steht jetzt noch freundlicher Name, das heißt, das, was da stehen soll. Das erste war ja der Hyperlink selbst, der Lingui enthält, und das zweite ist nur das Wort Backen, was ich da als freundlichen Name haben will. Also klicke ich auf A2 und mache die Klammer zu und schon ist der Hyperlink fertig und der funktioniert natürlich jetzt sofort für alle 375 Begriffe, die ich hier habe. Also ich kopiere das rechts rüber und fülle das mit einem Doppelklick bis unten aus und dann sehen wir hier unten, der letzte Eintrag ist
Zwingen, Zwang, hat gezwungen. Klicken wir gleich mal drauf, ob es auch funktioniert. Klicke auf hat gezwungen und wir sehen, Lingui hat etwas gefunden. Hier steht gezwungen, kann man sich sogar anhören. Ja, hört sich jetzt, weil Sie es über mein Mikrofon hören und meinen billigen Lautsprecher nicht so toll an, aber Sie haben gemerkt, das geht. Und hier tauchen also jetzt diese Begriffe auf, hat gezwungen und da gibt es also Fallbeispiele. Ich gehe jetzt zurück nach Excel. Und will jetzt das Problem schildern, was als nächstes zu lösen ist. Sie sehen hier das Wort beißen mit scharfem S geschrieben. Da klicke ich drauf und schon habe ich ein Problem, weil beißen mit einem scharfen S, das kann man so der Suchmaschine nicht übergeben. Das muss mit der UTF-8-Kodierung gemacht werden. Das hört sich jetzt auf den ersten das erste sehr merkwürdig an, weil UTF-8 sagt dem Normalbürger nichts. Aber das ist das, wo die meisten Webseiten mitarbeiten, in diesem Fall also auch Lingui. Ich könnte mich natürlich behelfen, indem ich hier beißen mit 2 S schreibe. Und gehe hier drauf, dann findet Lingui auch beißen. Aber es gibt gleich den Hinweis, meinten Sie beißen, weil beißen mit 2 S wird nur so in der Schweiz geschrieben. Die leben auch ohne scharfes S, aber in Deutschland müssen wir da so ein scharfes S einsetzen. Und wenn wir das nicht tun, dann wird hier fast oberlehrerhaft darauf hingewiesen, meinten Sie beißen. Das meine ich natürlich und hier unten steht es dann auch. Aber wie man dieses Problem behebt, das ist dann Thema vom nächsten Video. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.